Ich möchte sehr herzlich einladen und vorstellen Margherita Calderón-Peter, die auf ein Vierteljahrhundert, wenn ich es so sagen darf, als Driving Force für Internationalisierung an der BOKU zurückblickt und dort zahlreiche bunte und sehr, sehr wesentliche internationale Projekte koordiniert hat, die aber auch eine Universität vertritt, die sich die Arbeit mit und an den SDGs sozusagen auf die Fahnen geheftet hat. Und ich bitte sehr herzlich um diesen Beitrag zu den Nachhaltigkeitsinitiativen der BOKU. Danke für die charmante Anmoderation. Solange ich nicht als Dinosaurier vorgestellt werde, ist alles okay. Aber ich freue mich eben, Ihnen da auch kurz unsere Internationalisierungsaktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit sowie generelle Aktivitäten der Nachhaltigkeit der BOKU zu präsentieren. Wenn wir uns das Thema Green Internationalization anschauen, so hat mein Team eine umfassende Website zu dem Thema Green Travel angelegt mit Tipps zu nachhaltigerem Reisen. Wir informieren auch regelmäßig in Veranstaltungen wie unseren internationalen Tagen mit einem Schwerpunktthema zu Green Travel Möglichkeiten und beraten auch Studierende und Universitätsangehörige individuell, wie das umgesetzt werden könnte. Wir präsentieren regelmäßig auch Beispiele. So haben unsere Studierenden zum Beispiel einen Blog gemacht. Einer ist mit dem Fahrrad nach Spanien gefahren, andere mit dem Fahrrad nach Frankreich. Weitere sind mit dem Schiff nach Neuseeland gekommen. Also es gibt da, der Kreativität der Studierenden sind da keine Grenzen gesetzt und wir posten diese Erfahrungsberichte immer gerne auch auf unseren Websites und Social Media Kanälen. Wir beziehen die auch aktiv eben in Informationsveranstaltungen ein und informieren natürlich auch über die Förderungen, die wir geben, vor allem im Zuge von Erasmus jetzt. Wir haben auch einen Fuhrpark der BOKU, der mit E-Autos ausgestattet ist, die sich jeder Mann und jede Frau ausborgen kann, der BOKU angehörig ist. Es gibt BOKU-Bikes, also Fahrräder, die man kostengünstigst erwerben kann. Es gibt auch im Fuhrpark Lastenräder, die ausgeborgt werden können. Also es ist alles möglich bei uns. Weiters hat das Zentrum für globalen Wandel der Universität für Bodenkultur ein CO2-Kompensationssystem entwickelt, das unter anderem ja auch in den APIR-Projekten des ÖRD verankert ist. CO2-Kompensation ist jetzt zwar nicht das Idealste, aber in manchen Fällen lassen sich Flüge natürlich nicht vermeiden und daher wäre das dann sozusagen ein Mittel, um es zu kompensieren. Generell hat das Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit auch eine Bilanzierungstool entwickelt, Klimkalk, wo jeder seine CO2-Bilanz sozusagen nachrechnen kann. Wir haben sehr viel in den letzten 2 Jahren notgedrungen im Hinblick auf Digitalisierung und virtuelle Mobilität unternommen, und zwar auch Schulungen für Lehrende und Mitarbeiterinnen, die eben sozusagen auch Digitalisierungsaspekte erläutern. Und wir haben schon seit einigen Jahren quasi Nachhaltigkeitserklärung, wie geht man in Österreich mit dem Thema Nachhaltigkeit um für internationale Studierende. Unter anderem weisen wir diese bei den Welcome Days zu Beginn des Semesters zum Beispiel auf unser Mülltrennsystem hin, was noch nicht in allen Ländern so bekannt ist, wie das funktioniert. Allgemein ist die BOKU natürlich, wie schon erwähnt, sehr stark mit Bildung für nachhaltige Entwicklung oder den SDGs verbunden. Das ist ein Kernthema in all unseren Lehr-, Forschungs- und Third-Mission-Aktivitäten. Wir haben auch einen partizipativen Prozess zur Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie der BOKU gestartet, in dem von Studierenden, Verwaltungsmitarbeiterinnen bis zu eben Wissenschaftlerinnen alle eingebunden wurden. Es wird jährlich ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt, der auch im Global Reporting Initiative Standard zertifiziert wurde. Und wir sind in einigen Netzwerken dabei, die Nachhaltigkeit als Thema haben. Einerseits natürlich die Allianz Nachhaltige Universitäten,
die AG Klimaneutrale Universitäten und Hochschulen, aber auch Uninetz oder unsere European University Epicur, wo die BOKU sehr stark Nachhaltigkeit in ein Bachelor of Liberal Arts and Sciences einbringt. Das Global Challenge University Alliance Network, GCUA, widmet sich auch den Sustainable Development Goals verstärkt auf Doktoratsstudienebene und vernetzt Dissertanten und Dissertantinnen und deren BetreuerInnen in diesem Netzwerk. Die Copernicus Alliance ist eben auch ein Netzwerk für Erfahrungsaustausch zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind auch in der Schnittstelle zu Schulen sehr aktiv. Zum Beispiel gibt es dieses Projekt Making a Change, bei dem die BOKU Schülerinnen in ganz Österreich dabei unterstützt, eine CO2-Bilanz für ihre Schule zu erstellen und eben zu beraten, wie Treibhausgasemissionen gesenkt werden können. Und traditionell ist die BOKU auch in sehr vielen Capacity-Building-Projekten weltweit unterwegs, um eben Nachhaltigkeit zu fördern. An unserer Universität selbst gibt es eben einen Leitfaden für nachhaltige Beschaffung. Wir nutzen Großgeräte im Forschungsbereich gemeinsam im Rahmen der Core Facilities, um die Auslastung zu verbessern. Unsere Mensa bietet nur regionale Produkte und auch Biofleisch an. Und wir haben ein Pfandsystem dort. Es bietet auch Takeaway an, aber eben nicht mit Plastik, Tupperwares oder ähnlichen, viele vegetarische Gerichte. Das Fortbildungsangebot zu nachhaltiger Lehre ist eben auch für die Lehrenden vorhanden, damit auch die eben stärker aktiv und Nachhaltigkeit einbinden können, wie es die Ingrid Bleschberger gerade vorhin gesagt hat, mit Sustainabilisierung des Curriculums. Für die Organisationskultur gibt es bei uns eben die Diversitätsstrategie und die gesunde BOKU, die eben Nachhaltigkeit auch in Bezug auf MitarbeiterInnenmotivation zum Ziel hat. Unser Umweltmanagement ist EMAS und ISO zertifiziert, validiert. Wir haben energieeffiziente Gebäude oder Passivhäuser, wie zum Beispiel die neu eröffneten Tüwi und Ilse Valentin Haus. Wir haben Photovoltaikanlagen und bemühen uns auch um energieeffiziente Ressourcennutzung. Es gibt jährlich einen Nachhaltigkeitstag, bei dem auch Preise verliehen werden, unter anderem für natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung und Forschung, aber auch Masterarbeiten und Dissertationen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, aber auch ein Preis für soziale und ökologische Verantwortung im Universitätsbetrieb, der immer an VerwaltungsmitarbeiterInnen vergeben wird. Das wäre es in kurzen Worten zusammengefasst, was die BOKU alles zu Nachhaltigkeit anbietet und macht. Ich stehe gerne für weitere Fragen zur Verfügung und ja, danke für die Einladung zur Hochschultagung. Vielen herzlichen Dank, Margarita Calderon-Peter, für diesen Einblick in die Aktivitäten, Initiativen und Maßnahmen der BOKU im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, auch das ist ein sehr bunter Blumenstrauß, der zum Nachahmen anregt oder anregen sollte.